3 gegen 2 Situation. Düsseldorf, wenn auch mit Problemen in der Scheibenannahme und trotzdem guter Blick. Und das war Tic-Tac-Toe gespielt für Düsseldorf. Aber war denn der Pass Absicht? Das haben wir uns auch gefragt. Ich würde sagen, ja. Janke Kloh! Ist der Hund cool! Wie hat er den denn reingekriegt? Das war ein Traum. Wow! Ja, ich glaube, der hat da kurz die Augen zugemacht oder ein Blackout. Boom. Drin gehalten, Rückhandpass rüber. Die Möglichkeit und das Tor! Powerplay-Tor für die DEG, Kamera mit dem Ausgleich. Maxi, Kamera, das die Kamera. So gut. Genau, der ist perfekt für die Kamera gemacht. Ja. Deshalb heißt er auch Kamera. Und da ist er drin. Karatschun mit dem 2-0. Ah, das bin ich. Das ist du. Ja. Das bin ich. Let's go. Da wollte ich eigentlich die Scheibe zum Matt geben, glaube ich. Und dann war ich überrascht, dass da keiner am Pfosten war, als ich hinterm Tor rauskam. Ich dachte, gut, dann ziehst du weiter zum Tor. Das hat er super gemacht, ne Daniel? Ja. Alex Bartha. Ohoho, da macht er den zweiten. Da hast du die Gegenspieler schlecht aussehen lassen. Ja, da war so ein Tag, wo vieles gelungen ist. Da. Allein Bartha durch alle durch. Oh, das war super von Bartha gespielt. Da hat der Mann ein paar Hände wieder gezeigt. Oder haben sich die Gegner gedacht, komm, alter Gegenspieler, bei dem Mann gehen wir nicht so hart drauf. Kann auch sein. Lassen die Scheibe richtig gut laufen. Und da ist die Scheibe im Tor. Janke über den rechten Pfosten. Bei dem Training hat Charlie Janke mir gezeigt, dass ich mal mitkommen soll. Und dann ist er zu der Scheibe gekommen, wo es nicht so hoch war, und hat in den Trainingsbuch zugeworfen. War wohl ein Bewerbungstor. Kann man so sagen. Tom Gebert jetzt mit Fehler an der blauen Linie. Und jetzt die Kontermöglichkeit für die DEG. Und da ist der Anschluss. Viktor Svensson. Das ist einer der wenigen, den ich auch gemacht habe. Olymp. Tor! 7:1. Also jetzt wird's dann schon richtig, richtig bitter. Und jetzt sind's noch 10 Sekunden. Tumi hat da schon ein bisschen was mitgekriegt von Jensen. Der versucht mal alleine und macht ihn! Und macht ihn doch in der letzten Sekunde des Powerplays. Der Rebound von der Bande. Hat er kurz seinen alten Freund alt aussehen lassen. Älter als Bart selbst. Nach der Aktion haben sie gedacht, so einen brauchen wir. Ja, ich habe schon gesagt, das soll er sich in seinen Highlight-Tape schneiden. Wieder Fischbuch. Gefährlich und Fischbuch zum zweiten mit dem 4:1. Ah ja, da kommt die One-Man-Show. Einfach durch alle durch. Ja. Jetzt gäbe es sie gar nicht. Jensen oben an der blauen Linie. Augsburg bewegt sich sehr passabel. Immer wieder in die Schussbahn. Wow. Und als sie frei war,
Da trifft Tobi Eder. Haben alle gesagt, dass sie es gar nicht wussten, dass er Tobi überschießen kann. Von Eder habe ich auch also seine Original-Handschuhe und Schläger gekriegt. Düsseldorf aber kriegt nochmal die Gelegenheit. Bartha, Bartha, und da ist er drin. Wunderschönes Tor von Alexander Bartha. Guck mal, siehst du meinen Ohren? Meinen Ohrenschutz sieht man gar nicht. Kommt der Torwart zu spät? Die Geduld, die man mit 38 halt hat.